Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Depressionen sind so häufig, dass Mediziner sie schon gerne als Volkskrankheit bezeichnen. Und es gibt verschiedene Arten, sie zu behandeln, zum Beispiel mit Medikamenten, zum Beispiel mit Psychotherapie. Es geht aber auch mit einem Stoff, den viele eigentlich aus der Kosmetik kennen. Und das ist Botox. Und um dieses Thema geht es heute. Bei mir ist Privatdozent Dr. Marc-Axel Wollmer. Er ist Chefarzt der Gerontopsychiatrie an der Asklepios Klinik Nord-Ochsenzoll. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Wollmer. Ich bin gern gekommen. Hallo, Frau Kahler. Hallo. Sagen Sie uns, viele kennen ja Botox, ist ja der Handelsname, aus dem Schönheitssalon. Aber er wird ja doch schon lange auch in der Medizin tatsächlich eingesetzt. Können Sie uns sagen, wo überall? Vor allen Dingen in der Neurologie. Das heißt, da gibt es Krankheiten, die gehen mit einem erhöhten Muskeltonus, einer erhöhten Spannung in der Muskulatur einher, zum Beispiel Spastiken nach Schlaganfällen bei Multipler Sklerose. Und diesen Muskeltonus, diese Muskelspannung kann man lösen und lindern, indem man in den betreffenden Muskel dann Botulinumtoxin, wie es heißt, eben einspritzt. Und das führt dann nach einer Zeit zu einer Entspannung des Muskels und die Patienten können sich wieder besser bewegen. Das ist ja eigentlich ein Gift, oder? Ja, das ist sogar ein sehr starkes Gift. Das wird von Bakterien produziert, den Clostridium botulinum. Es ist ein Enzym, was dazu führt, dass Botenstoffe, die die Reizübertragung von Nerven auf die Muskeln steuern, nicht mehr freigesetzt werden können. Und dadurch kommt es dann zu einer schlaffen Lähmung des Muskels. Aha, und das wird dann wahrscheinlich auch eingesetzt beim Muskelzucken. Und so ist man vermutlich auch darauf gekommen, es in die Stirn zu spritzen, damit nicht so viele Falten entstehen. Also so genau. Ist es wahrscheinlich auch in die Kosmetik das gekommen. Das ist ein bisschen verkürzt. Also tatsächlich Klar. Ist es in die Kosmetik gekommen durch zwei Pioniere auf dem Gebiet Anfang der 90er Jahre. Das war das Ehepaar Carruthers. Er war Dermatologe oder ist Dermatologe. Sie ist Ophthalmologin, also Augenärztin. Und sie hat beobachtet, dass wenn sie Lidkrämpfe behandelt bei ihren Patienten, das heißt ein unkontrolliertes Zukneifen der Augen, durch Injektion von Botulinumtoxin hier so um den Augenmuskel herum, hat sie gesehen, dass nicht nur das Zusammenkneifen wegfällt, sondern eben auch sich weniger Falten bilden. Und das hat sie ihrem Mann erzählt und der war natürlich total begeistert von der Idee, weil er natürlich jede Menge Anfragen immer hat von Patientinnen hauptsächlich, die sich an Falten stören. Und da das Auge eine sehr sensible Region ist, wo eben die Lähmung dieser Muskeln auch zu funktionellen Beeinträchtigungen führen könnte, hat man dann sich diese Falte hier vorgenommen, in der Mitte der Stirn, die also meistens so als Zornesfalte bezeichnet wird, also im Grunde genommen auch sehr assoziiert wird so mit negativen Emotionen. Und das war einfach eine unglaublich kluge Idee, die also zu einer millionenfachen Anwendung geführt hat dann in der kosmetischen Medizin. Also nicht so sehr jetzt im Schönheitssalon, wo man sich einfach schminken lässt oder irgendwie Make-up ja, und sowas, sondern es ist eine ärztliche Intervention. Eine Injektion. Und das heißt, es wird dann von ästhetischen Dermatologen, plastischen Chirurgen gemacht hauptsächlich. Nun gehen Sie ja noch einen Schritt weiter. Also Sie sagen ja, ist ja schön und gut, wenn es an der Funktion etwas ändert, vielleicht auch am Aussehen. Aber Sie sagen ja, es hilft gegen Depressionen. Wie kann das denn sein? Also man kann sagen, wenn die Sorgenfalte weggeht, gehen auch die Sorgen weg. Das ist also so eine ganz verkürzte Darstellung. Wie kann das sein? Also es ist sicherlich nicht nur ein kosmetischer Effekt. Ich meine, wir hatten am Anfang natürlich viele Skeptiker, Kritiker, die gesagt haben, naja klar, wenn die Patienten besser aussehen, geht es ihnen besser. Das ist eigentlich trivial, aber ganz so einfach ist es nicht, sondern die Falte, die hauptsächlich behandelt wird, das hatte ich ja schon gesagt, das ist die hier in der Mitte der Stirn. Die Glabellenfalte. Und die, die kommt immer dann zustande, wenn wir die Muskeln anspannen, die Augenbrauen so zusammenziehen. Sehen Sie das? Ja. Und dieser Muskel wird immer dann aktiv, wenn wir negative Emotionen ausdrücken. Das heißt, es kann sein Ärger, das kann sein Angst, das kann sein Traurigkeit, Ekel. Immer wenn negative Emotionen im Spiel sind, springen diese Muskeln an. Das ist also gewissermaßen so ein Schlüsselmuskel für den Ausdruck negativer Emotionen. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, ob wir, wenn wir diesen Muskel lähmen, ob wir dann eben die zugrunde liegenden Stimmungen, die zugrunde liegenden Emotionen, die damit ausgedrückt werden, eben auch behandeln können. Das war eigentlich die Idee. Und das scheint zu funktionieren? Das scheint zu funktionieren. Und das ist eigentlich ganz altes Wissen, was wir jetzt einfach nutzbar gemacht haben für die moderne Behandlung von auch psychischen Erkrankungen. Das geht zurück ins 19. Jahrhundert zu Charles Darwin, William James, zu der sogenannten Facial Feedback-Hypothese.
Wie geht die? die besagt, dass wir im Grunde genommen schwer entscheiden können, sind wir eigentlich jetzt traurig, weil wir ein trauriges Gesicht machen oder machen wir das traurige Gesicht, weil wir traurig sind. Das heißt, es gibt eine Wechselwirkung zwischen der Stimmung, die sich in der Mimik ausdrückt, aber die Mimik wirkt auch auf die Stimmung zurück und das in einer aufrechterhaltenden oder verstärkenden Weise. Mhm. Wie machen Sie das? Also Sie, man ist depressiv, man kommt zu Ihnen, Sie geben eine Botulinumtoxin-Spritze in diese Falte hier. Das Gift fängt an zu wirken und dann? Dann kommen die Patienten irgendwann wieder, zum Beispiel nach 4 Wochen, und hoffentlich sagen sie, dass es ihnen viel besser geht. Ah, es ist wirklich nur diese eine Injektion, die dann helfen soll. Mhm. Nun, dieses Botulinum hält ja nur eine gewisse Zeit an. Danach belebt sich der Muskel wieder. Kommt dann die Depression zurück? Das kommt drauf an. Also es ist tatsächlich so, dass es relativ lange wirkt. Wenn man das mal vergleicht jetzt mit einem Medikament, was man jeden Tag einnehmen muss, jeden Tag aufs Neue schluckt, dann ist die Wirkung sehr lang. Wir haben Wirkzeiten von 3 bis 4, manchmal 5 Monaten, wodurch eine einzige Behandlung der Muskel eben komplett stillgelegt ist. Und nach dieser Zeit kann es sein, dass die Depression dann eben wegbleibt. Das ist durchaus möglich. Es kann aber auch sein, gerade bei Patienten, die meinetwegen seit langer Zeit an einer Depression leiden, an einer chronischen Depression, die auch bisher schwer behandelbar war, dass die Symptome dann wiederkommen und man die Behandlung dann wiederholen muss. Also ich habe solche und solche Patienten. Einige kommen wieder, die sagen, mir hat das sehr gut geholfen und jetzt lässt die Wirkung nach, die Muskeln werden wieder aktiver und ich merke, die Stimmung wird auch wieder schlechter. Und dann kommen sie, lassen sich wieder behandeln. Und bei einigen ist es so, die kommen nicht wieder. Und da gehe ich dann davon aus, entweder hat sie nicht geholfen, sie sind woanders hingegangen oder es ist eben mit einem Mal getan gewesen und die Depression ist erstmal weg. Das ja, ist genau. Ja auch, und danach ist es vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm, dass man die Stirn zusammenzieht, weil die Depression sich sozusagen wegentwickelt hat in dieser Zeit. Das könnte ja auch sein. Mich interessiert aber nochmal diese Wirkung. Also Sie sagen ja, es gibt diese Wechselwirkung zwischen Muskulaturbewegung und Stimmung. Man könnte ja auch sagen, ich schaue mich im Spiegel an und sehe entspannter aus und das fällt auf mich zurück. Ja. Darum frage ich Sie, muss ich in den Spiegel sehen, um diese Wirkung zu erzeugen, die Sie da mit der Spritze bei mir angeregt haben? Nein, eigentlich nicht. Wir gehen davon aus, dass es hier um propriozeptive Rückmeldungen geht. Das heißt, die Körperwahrnehmung aus der Muskulatur. Das heißt, es hat nichts mit dem Erscheinungsbild zu tun, sondern es ist vor allen Dingen das, was man die ganze Zeit eigentlich unbewusst spürt aus dem Gesicht. Genau wie die Haltung oder die Atmung oder all diese Dinge, wie wir uns bewegen, ja auch eine Wirkung hat auf unser Befinden. So gehen wir davon aus, dass es eben die Rückmeldungen aus der Muskulatur sind, die unmittelbar die Stimmung beeinflussen. Mhm. Aber der andere Aspekt ist auch wichtig. Natürlich macht es was aus, wie man sich selber im Spiegel leiden mag oder wie man auch zurückschaut aus dem Spiegel. Und das gilt natürlich nicht nur für die Interaktion mit dem eigenen Spiegelbild, sondern vor allen Dingen auch für die Interaktion mit anderen Menschen. Also sie gehen nach draußen, sie schauen freundlicher in die Welt, die Welt schaut freundlicher zurück und so haben sie im Grunde genommen auch nochmal eine soziale Rückkopplung zu dieser propriozeptiven Rückkopplung dazu, die möglicherweise den Effekt noch verstärkt. Nun ist das ja wie so oft eine Therapie, auf die man durch Zufall eigentlich gekommen ist. Also durch Ausprobieren im Grunde genommen. Mhm. Aber Sie waren ja auch an Studien beteiligt und es kommen ja auch immer neue Studien hinzu, mit denen man versucht, diese Wirkung zu untermauern. Mhm. Denn Menschen, auch Patienten, möchten sich ja gerne schon auf Bewährtes verlassen können. Wie ist da mittlerweile der Stand dieser Forschung? Also er ist eigentlich schon relativ weit. Wie gesagt, das Wissen ist alt. Das reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Neu ist, dass wir es tatsächlich nutzbar machen für die Behandlung in der Psychiatrie. Und interessanterweise und eigentlich auch erwartungsgemäß war der Erste, der so eine Beobachtung tatsächlich gemacht hat, ein Dermatologe, den ich auch inzwischen persönlich kennengelernt habe, weil er eben auch einer der wenigen ist, der auf dem Feld forscht, Eric Finzi in Amerika. Der ist Dermatologe oder auch dermatologischer Chirurg
und hat sehr viel mit ästhetischer Medizin zu tun. Und der hat eben gesehen, dass bei Patienten, die eine Depression haben, bei denen er solche Behandlungen macht, dann die Stimmung sich deutlich bessert, hat da auch eine Fallserie zu veröffentlicht. Nach wie viel Wochen schon? Das geht relativ schnell. Also die Wirkung tritt innerhalb von ein paar Tagen ein, die lähmende Wirkung auf die Muskulatur, die entspannende Wirkung. Und die Verbesserung der psychischen Befindlichkeit folgt dann so nach wenigen Wochen. Also wir konnten dann später zeigen, so nach 2 Wochen sind schon deutliche Effekte zu sehen. Und nach 6 bis 8 Wochen ist eigentlich der Effekt voll ausgeprägt. Und man liest ja viel über diese Studien, weil es ja eben auch sehr viele Menschen interessiert. Da ist manchmal so ein Einwand zu hören, diejenigen, die das Placebo bekommen, die Depressiven, also die eine Spritze bekommen ohne Wirkung, würden dann darüber womöglich so traurig sein, dass sie nur trauriger werden, aber es den anderen nicht stattdessen besser geht. Okay. Also dass man insofern diese Differenz falsch interpretiert. Was sagen Sie denn dazu? Na gut, das ist natürlich ein berechtigter Einwand. Also ich glaube, wir können inzwischen ausschließen, dass das reine Placebo-Effekte sind, die wir hier sehen. Aber es ist natürlich so, dass zu jeder wirksamen Therapie, gerade auch wenn es um psychische Erkrankungen geht, Placebo-Effekte einen wichtigen Teilaspekt der Gesamtwirkung ausmachen. Und wir wollen natürlich immer gerne abschätzen, wie groß ist dieser Teilaspekt und wie groß ist der tatsächlich spezifische Wirkmechanismus. Und das ist tatsächlich relativ schwierig abzuschätzen, weil natürlich die Patienten tatsächlich merken, in welcher Gruppe sie sind, also ob sie jetzt das richtige Medikament erhalten haben oder ob sie die Kontrollbehandlung erhalten haben. Und das kann natürlich zu entweder bestätigten oder auf der anderen Seite enttäuschten Erwartungen führen und dann eben solche Unterschiede zwischen Gruppen verstärken. Ja, dennoch haben Sie ja auch Ihre persönlichen Erfahrungen mit dieser Wirkung. Hilft das denn eigentlich bei jeder Art Depression? Also wir können bisher noch nicht sagen, dass es bestimmte Arten von Depressionen gibt, die besser oder schlechter ansprechen. Wir haben kleine Zahlen, die dafür sprechen, dass Patienten, die sehr unruhig sind im Rahmen der Depressionen, eher besser ansprechen. Vielleicht sind es auch gerade die, bei denen die Mimik sehr lebhaft ist, wo im Gesicht schon sehr viel Bewegung ist, was man dann eben auch korrigieren kann und darüber die Symptomatik dann auch entsprechend bessern kann. Hilft es auch bei Depressionen im Alter oder bei Depressionen bei Senioren, die ja doch manchmal noch andere gesundheitliche Probleme parallel haben? Geht das trotzdem? Ja, es geht trotzdem. Es geht sogar sehr gut, weil zum Beispiel, wenn man jetzt einfach nur die klassischen etablierten Medikamente nimmt, dann hat man natürlich systemische Effekte, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, die auch im Körper sind, wegen Bluthochdruck, Diabetes, was auch immer. Und die Behandlung mit dem Botulinumtoxin ist ja eine regionale, lokale Behandlung, die gar keine systemischen Effekte hat und insofern auch keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Und das ist eigentlich ein Vorteil bei älteren Patienten. Also wir sehen gute Effekte. Können Sie das eigentlich vielleicht auch schon auf Grundlage der Forschung mittlerweile verordnen? Also so, dass jemand das sozusagen auf Krankenkassenkosten bekommt? Oder ist das bisher immer noch etwas, was man selber bezahlen muss? Gerade auch, weil die Spritze unter Umständen wiederholt werden muss. Naja, also es ist natürlich, auch wenn wir mittlerweile einige Studien haben, also wir haben randomisierte, kontrollierte Studien großenteils selber gemacht, Kollegen haben das gemacht, wir haben das zusammengefasst, auch gemeinsam analysiert, haben also wirklich eine gute Evidenzlage, gute Grundlage für unsere Behandlung, aber es gibt eben noch keine Zulassungsstudien und entsprechend auch keine Zulassung für die Behandlung. Das heißt, wir können es nicht verordnen, wir können nicht sagen, wir verschreiben jetzt Botulinumtoxin gegen Depressionen, das funktioniert nicht. Wir können schon indikationsgerecht behandeln, weil es eine Zulassung gibt für die Behandlung dieser Falte. Ah, ja. Das heißt, wir sind jetzt nicht a priori immer gleich off-label, was immer dann mit auch rechtlichen und haftungsrechtlichen Problemen einhergehen kann, sondern bei vielen Patienten ist das eigentlich gemäß der Zulassung, aber es wird nicht von der Kasse übernommen. Ja. Was wir machen, ist, dass wir es als Reservemedikament einsetzen. Also wir machen das nicht first line, wie wir sagen, also direkt gleich am Anfang, sondern wir machen es dann,
wenn andere etablierte, auch erstattungsfähige Verfahren nicht wirklich funktionieren. Und das ist dann in der Regel so, dass Patienten in einem Behandlungssystem sind, zum Beispiel in einer Tagesklinik oder auf einer Station, wo wir eben auch nicht die einzelnen Medikamente dann einzeln verrechnen, sondern wo es Pauschalen gibt, wo das dann irgendwie drin aufgeht. Also wir machen es nicht viel, wir machen es nicht flächendeckend, sondern wir machen es da, wo wir eben mit den etablierten Methoden nicht weiterkommen. Und trotzdem, auch wenn wir eben eine hochgradige Selektion von Patienten haben, die schwierig sind, wo man eben chronische Behandlungssituationen hat, therapieresistente Behandlungssituationen, haben wir dennoch wirklich sehr, sehr überzeugende Effekte. Natürlich nicht bei allen, es gibt auch da welche, die nicht ansprechen, aber es ist schon sehr ermutigend, auch für die Methode zu sehen, wie gut das in vielen Fällen funktioniert. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund.